Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Was die Bewegungslehre dann noch so ein bisschen angeht, lässt sich super im Training einbauen und umsetzen. Schaut mal her. Und zwar haben wir angefangen, erstmal ganz easy die Arme hochhalten. Und jetzt sind wir auch darauf eingegangen, dass wir die Schulter ein bisschen extremer rein, mit der Schulter ein bisschen extremer reingehen. Ja? Wenn wir mit der Schulter hier boom, ein bisschen extremer reingehen, links, so wie rechts, ja? Also das war ja rechts hier, boom, boom, so wie links, ja? Was bringt uns das? Ja? Wenn ich mit der Schulter reingehe, kriege ich mehr Masse rein. Das heißt, der Schlag wird härter. Ja? Das ist der Vorteil. Es hat aber auch einen Nachteil, wenn ich mit der Schulter so extrem reingehe. Ja? Weil die Bewegung wird deutlich intensiver, lässt sich leichter blocken. Ja? Und ich brauche einfach viel länger, um wieder zurückzukommen, um in der Deckung wieder zu sein. Ja? Das heißt, die Schläge, die müssen schon sitzen. Ja? So, nichtsdestotrotz, die Aktion macht ihr. Boom, eins, rück. Dann mal die andere her. Puh, zwei, für euch jetzt nochmal. Wenn ihr jetzt zu sehr seitlich steht, ja, in der Position, dann könnt ihr mit der Führhand, mit der Schulter gar nicht so arbeiten. Ja? Was nicht schlimm ist. Ja? Hier kommt ihr mit der rechten halt extremer rein und dann könnt ihr das über rechts nutzen. So, ich arbeite halt gern beidseitig, ja, und da haben wir uns ein bisschen frontaler hingestellt. Gell? Die Schultern auf gleicher Höhe, ja? So dass wir boom, mal die linke reingehen können, ja? Mal die mit der rechten reingehen können. Ja? Das ist das, worauf ich dann hinaus wollte. Ja? So, und dann sind wir hingegangen, haben die Schläge gebracht. Einmal rechts hier, Schulter rein, boom, eins. So, gleiche Situation. Ja? Wir bringen jetzt nur nicht den Schlag, sondern nur die Schulter, ja? Als Täuschung. Boom, ja? Dass das aussieht, wie als würde der Schlag kommen hier. Boom, ja? Also einfach boom, der Schlag. Und dann im Kampf hier, hopp, Schulter vor. Ja? Also, Schulter vor. Okay, nochmal der Schlag hier. Hopp, eins. Ja? Jetzt zurück, kurz Zeit lassen. Dann Schulter vor, hopp, und der Haken seitlich rein. An der Seite. Ja? Hopp, eins, Schulter vor. Ja? Zurück, ja? Schulter vor, hopp, und der Haken rein. Ja, schön easy arbeiten. Ja? Für euch nochmal Aktion. Eins, ja, oder hopp, eins, boom, zwei, um den Gegner zu schocken, ja. Und dann bleibt es natürlich nicht nur bei den seitlichen Haken, sondern ihr könnt auch die Aufwärtshaken super ziehen aus der Position. Boom, Schulter rein, ja, Schulter vor, boom, und der Aufwärtshaken. Wichtig, paralleler Stand, ja. So könnt ihr immer schön Druck in die Fäuste reinbringen, ja. Ja. Eins, ja, hopp, Schulter, boom, und der Haken, ja. Schön ballern. Für euch nochmal. Vor, zurück. Wenn die Schulter jetzt vorgeht, geht ihr mit dem Kopf sowieso ein Teil zur Seite. Ja, der Gegner wird euch immer brutal fixieren und euch versuchen auf die Nase zu hauen. Ja, da ist es auch immer sinnig, kurz mal zur Seite zu gehen, ja, damit ihr nicht direkt im Angriff steht. Ja. Kurz ausweichen, boom, das Ding hochziehen. Ja? Kurz ausweichen, boom, das Ding von der Seite. Ja? Aber immer gedeckt über den ersten Schlag. Ja? Die geraden Hände, die müssen immer kommen. Sonst weiß er ja schon, wenn ihr euch dreht, dann macht er, da zuckt er gar nicht. Ja? Dann kann er immer direkt blocken. Ja? So, deshalb beschäftige ich ihn immer mit der geraden. Das heißt, wenn wir im Kampf wären, der macht die Fäuste hoch, knall ich ihn hier, boom, die hier hart rein. Und dann weiß ich, wenn ich die Schulter jetzt so mal so zucken lasse, beziehungsweise eindrehe, boom, dann wird er hier oben zumachen. Boom, dann ist mir hier das Ding frei. Ja? Wenn die Ellbogen ein bisschen zu weit auseinander stehen, ziehe ich natürlich hier hoch. Ja? Genauso hier über links, boom, Schulter rein. Ja? Hopp, eins, boom, zwei. Wenn ich natürlich nur hier arbeite, ja? Ihr müsst aufpassen, ihr seid zu weit weg. Ja, das könnt ihr nicht so gut nutzen. Ja? Deshalb aus der Frontalen super Spaß gemacht und so haben wir das Training aufgebaut. Ja, über hopp, die Bewegung hier. Hopp, so. Da gab es mal ein paar Filme. Ja? Und das habe ich den Leuten auch gesagt, ja, wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Ja.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, in welche Filme ich meinen könnte. So, ja. Aber hier nutzen wir jetzt diese Schulterbewegung, um den Gegner zu verarschen. Ja? Das heißt, manchmal ist es tatsächlich so, die Gegner, wenn ihr kämpft, ja, dann sehe ich schon, dass bei dem einen die Schulter zurückzuckt, um nach vorne zu schlagen. Ja? So, wir nutzen das jetzt, boom, diese komplette Bewegung vom Körper quasi, ja, von der Schulter, ja, um den Gegner zu verarschen. Boom, ja, er soll zucken, ja, er soll denken, da kommt jetzt ein Schlag. Ja? Das andere ist ja meistens zurückgezuckt und dann geschlagen. Ja? Oder, hey, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und jetzt bewusste Verarsche. Ja? Für mich ist ein Kampf immer Prime Time. Ja? Wer kann am besten verarschen? Ja? Wer kann den anderen besser hinters Licht führen? Was anderes ist es nicht. Ja? Wir haben unsere Grundschläge, ja? Und die kann fast jeder, ja, eigentlich, ja, die kann jeder. Ja? Der eine kann es ein bisschen intensiver, der andere ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer, kann dafür mehr nehmen, ja, mehr Nehmerfähigkeiten. Aber im Großen und Ganzen ist es immer dasselbe. Ja? Und dann kommt es immer darauf an, wer kann es am besten halt, ja, wer kann den anderen am besten verarschen? Ja? Wer findet den passenden Schlüssel quasi zum Lock, also während des Kampfes? Ja? Wer kann den anderen knacken? Ja? Und that's it. Ja? Philipp, vielen Dank. Ich hoffe, das macht euch Spaß und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.